Quest mache ich hier oben? Ah, Schmelzöfen, genau. Ah, Girogon der Vergangenheit hat nicht nachgefüllt. Das ist nicht schön. Nix, nix. Okay, noch zwei Stacks. Du, du, du. Hm, genau, das war eine Sache, die ich auch noch machen wollte. Ich wollte noch ein Furnace aufbauen und den dann mit dem Level-Limiter so einstellen, dass wir immer Glas im System haben. Aber jetzt wollen wir das Wichtigste, erstmal einen Extruder hinzustellen. Genau dich. So, so. So, Ignis Extruder. Der wird wieder einen Importer brauchen, der wird wieder einen Exporter brauchen. Und könnten wir theoretisch auch direkt hier nebenstellen. Und wir könnten auch die ganze Anlage hier abbauen. Ich glaube, das war auch auf meiner To-Do-Liste seit einer Weile. Die Maschinen da sehen doof aus. Also wir haben jetzt 1000 Buckets Lava im System. Wir benutzen oben die Baumfarm fast gar nicht. Das heißt, das Einzige, was jetzt gleich passiert, wenn ich die Kabel hier rausreiße, ist, die Smeltery kriegt keine durchgehende Lava mehr reingepumpt und die Baumfarm funktioniert nicht. Damit kann ich leben. Also, komm her. Weg, weg. Oh. Weg mit... Ne, das war nicht gut. Ich muss mir gleich wieder ranmachen. Du bist nämlich im Gegensatz zu deinen orangenen Freunden hier ziemlich wichtig. Lalala. Lalala. So. Weg, weg, weg. Oh, Moment mal. Du bist auch für das Befüllen des ME-Systems zuständig. Nee, nicht ganz. Hier ist nämlich auch in dem Gewusel irgendwo ein Exporter drin. Da. Nee, sieht man jetzt gar nicht. Ja, da. Flut-Export passt. Und da wir genau Flüssigkeit im System haben, wird es mal da reingepumpt und haben die Generatoren hier unten durchgehend Strom. Ja, ist alles gut, ist alles gut. Das heißt, wir können uns hier irgendwie hoch... Warte mal, ich könnte hier so eine Art Rampe bauen. Ja. Da hoch, da hoch. So. Also, das kann... Warum haue ich immer die falschen Kabel weg? So, du dahin. Du weg, du weg. Komme ich darauf? Oh, und ich glaube, ich stoße mir den Kopf. Gironi. Doch. Komm ich da? Okay, verhunzt sich die Maschine ein bisschen. So. Du musst weg. Jetzt vorsichtig, vorsichtig, genau. Raus. Weg, 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 weg. So. Dann wird da. Wo kamst du jetzt schon wieder her? 7? Stimmt, hier hinten irgendwo oben drauf. Ich habe F7 aber an, oder? Nee, da. Ja, hier oben drauf. Zack. Oh, und zack. Doch ein paar Sicherheitslücken, ne? So. Oh, Toastbrot essen zwischendurch. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. So. Genau, auf die tun wir jetzt nicht wieder rum. Ich habe keine Lust, darunter zu fallen. Auch wenn wir gerade 7 Leben, glaube ich, haben. Und es ist mir auch vollkommen egal, wenn ihr runterfallt oder nicht. Aber wir haben ganz viele von euch und wir brauchen euch fast gar nicht mehr. Also bei ein paar Stellen ist es noch ganz praktisch, die zu haben. Aber sonst machen wir ja fast alles mit den EMI-Kabeln. Ist nicht unbedingt super effektiv. Also teilweise sind die Ducts effektiver, weil sie verbrauchen halt keinen Strom. Aber hey, ne? Tada, Strom. Also noch nicht ganz Strom. Tada, Lava. Was ja eigentlich gleich Strom ist, also passt schon. So, ihr könnt alle weg. Weg, 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 weg. Euch hätte ich aber ganz gerne. So. Und das hier ist jetzt doof. Also einmal bist du da völlig unnötig. Und die
die Jungs hier, die beiden, sind in der eigentlichen Mauer, die hier lang führt, die man nicht sieht. Du mach mal hier den Zaun weg und verdeutliche, was ich meine. Unser Krüppel F hier wegzumachen. Und ich hätte die ungern einfach so in der Mauer stecken. Das heißt, wir reißen sie gleich ab, bauen sie neu auf. Lava hier einfach zu kippen, ne? Ja. Nicht kaputt machen, nicht kaputt machen, nicht kaputt machen, nicht kaputt machen. Also die runterfallen Crucibles. Ah. Zack, 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 zack. Und jetzt ist es hier dunkel und Gegner können spawnen, nicht ernsthaft. So. Hier auch noch Licht hin. Das heißt, überall wo Zaun ist, kommt Mauer hin. Dieser komische Kuriositätenpark an Maschinen kann ruhig da stehen bleiben. Hier. Ach, die müssen eh weg, weil hier eine Brücke hin muss. Ah, okay. Okay, okay, okay. Schalterei weg. Das sieht im Wald hier richtig ordentlich aus. Und ich sollte mir mal eine private Plattform zulegen. Für unseren kleinen Golem hier. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie ich den hinbekomme. Wahrscheinlich mit einem goldenen Lasso oder so. Und ein Bett und vielleicht ein Bücherregal, sowas in der Richtung. Weil das sieht doch ein wenig deplatziert aus, das Bett da. So. Kobbel weg. Oh oh. Mac Pickington ist kaputt. Yeah. Okay, Kobbel machen wir ein andermal. Die beiden hier, die hätte ich aber gerne noch verschoben. Also weg, 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 weg. Ja, die ganzen Kabel hier sind auch falsch. Komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch. So, weg, 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 weg. Du auch weg. Und hier geht's runter. Wenn ich das richtig sehe, ja. Also hier ist die Mauer und direkt an der Mauer geht das Kabel dann runter. Hier hin. Dahin, dahin und verbunden. Okay. Euch können wir es leider nicht wegmachen. Was noch ein Sicherheitsrisiko ist, aber damit muss ich halt leben. Und hier kommen jetzt die drei Extruder hin. Und ich brauche eine verdammte Pickaxe, also komm. Gib mir... Habe ich Bronze? Ja, sehr gut. Okay, zwei Bronze dahin. Hoch. Toolstation. Und es wird eigentlich echt Zeit, dass wir MacPickington mal aufstufen. Weil ich glaube, inzwischen könnten wir richtig gutes Zeug herstellen. So, MacPickington dahin. Runter. So. Weg. Weg, weg, weg. Hier, hier und hier. Extruder, Extruder, Extruder. Da muss gar nichts rein, ne? Da muss nur raus. Ja, okay. 11 Exporter, 2 Importer. Das geht sich nicht auf. Oh, geht das? Warte. Dich weg und hier ein Importer. Und das ist trotzdem angeschlossen. Okay. Hier Importer. Die brauchen jeweils noch Wasser und Lava Lava. Was jetzt unpraktisch ist, da ich die Lava gerade mit Kies und Geröll zugekippt habe. Da, da. Da, drei Lava. Na gut. Eins. Was? Eins. Das wird instant abgesaugt. Ja. Das kommt davon, wenn man alles automatisiert. Ich fühle mich leicht an mein Factorio LP erinnert, wo die Roboter mir alle Arbeit abnehmen, was ja schön und gut ist. Aber wenn man dann mal irgendwas gerne von der Hand haben wollen würde, dann haben die Roboter das geklärt. So, du, ein Lava Bucket. Arbeite. Du, ein Lava-Bucket. Arbeite ebenfalls und dann müssen wir gleich... Oh? Seid ihr auch richtig eingestellt? Ja, Kobbel, Kobbel, Kobbel. Okay. Ein Importer noch bauen, bevor wir wieder zurücklaufen. Also du, da, 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 da.
Imp. Importer. Zack. Sticky Pisten. So, Importer. Gut. Dritter aktiv. Das oben drauf. Ja, jetzt Kobbel noch weg und dann sind wir mit der Sache hier auch fertig. Dann sollten wir unbedingt in den nächsten Folgen unseren Lavabestand im Auge behalten. Aber der müsste eigentlich immer noch sehr rapide ansteigen. Der wird erst wieder runtergehen, wenn wir anfangen, die ganzen Magma-Dynamos zu bauen. Was auch demnächst auf der Agenda stehen sollte. Damit wir halt genug Strom haben. Ja, du auch noch weg. Das lassen wir mal hier. Das passt irgendwie zur Maschinerie ein bisschen besser. Und es wurde schon mehrfach erwähnt, dass ich die doch bitte mal zwischendurch abbauen soll und durch normalen Kobbel ersetze, damit der Kobbel dann wieder zu Kobbel-Moss wird, damit ich aus dem Moss-Stone den Moss rausziehen kann und mit dem Moss einen Moss-Ball bauen kann und mit dem Moss-Ball meinen McPickington so hinbekommen, dass er sich automatisch repariert. Das ist ein echt guter Tipp. Hab ich ganz ignoriert gehabt. Also, dass es geht. So, essen, dann überlegen, was ich innerhalb dieser Folge und der letzten gesagt habe, was ich alles noch abschließen wollte. Mauer, ja, nee. Engines raufbauen, nee, ist auch alles was Großes. Ich will Kleinigkeiten machen. Kleinigkeiten, die uns weiterbringen. Genau, wir wollten die Ressourcen im Auge behalten. Also, Kobbel. Kobbel. Hält sich. 3550 rum. Geht mal höher, geht mal runter. Man wird schwungartig runtergehen, wenn er einmal kurz alle Crucibles befüllt. Das ist eine leichte Steigerung. Aber genauso soll es ja auch sein. Also wir kriegen genug Kobbel rein, damit wir unseren Gravel Sand Dust Geschichte herstellen können für die ganzen Erze und wir kriegen auch genug Kobbel für die Lavaproduktion und wir haben 782 Buckets. Das halt ein bisschen im Auge behalten. Ja, das ist okay. Die Dinger da hinten dürften auch so funktionieren. Diese Tinkers Construct Werkzeuge sind manchmal echt nervig. So, wir haben keine Sachen hier drin. Das glaube ich doch wieder nicht. Was sagt das Flüssigkeiten-Ding? Sealed Stone, Sludge, Water. Was sagt Iron? 157. Das schaut gut aus. Du rein, raus, du rein, raus, du rein, raus, raus. So. Jetzt gucke ich mal nach Ingots. Was haben wir denn da? Gold haben wir genug, Eisen haben wir, ist okay. Blei haben wir nicht sehr viel. Silber haben wir nicht sehr viel. Stahl und Invar. Ja, also ich hätte gerne Iron. Das da. Und ich hätte gerne Nickel. Jetzt sind wir Nickel. So müsste das reichen. Vorerst. Schmeißen wir. Ach, da ist schon Nickel drin. Ja, gut. Noch mehr Nickel rein. Dann wird hier ein bisschen Invar hergestellt. Da brauchen wir viel mehr von. Aber ich werde das erst in großen Mengen herstellen, wenn wir auch wirklich genug Eisen auf Vorrat haben. Damit werden dann die Magmati-Dynamos gebaut und dann passt das. So, Kleinigkeiten. Du kannst weg. Du kannst weg. Und diese komische Krüppelkonstruktion kann weg, weil wir auf keine Kabel mehr rauf müssen, weil da keine Kabel mehr sind. So, die komischen Gerätschaften kommen hier rein. Also du. Alles rein da. 14 Schalter, Fluidax ohne Ende. Silikon sowieso, Kaktus. Okay, brauchen wir diese Konstruktion noch? Nein. So, wird langsam. Also ist noch totales Chaos, aber ich sehe hier zumindest kleine Fortschritte und das reicht mir.
Ja, hier ist alles noch total unsicher. Ich denke, nächste Folge machen wir entweder die Geschichte mit dem, wir suchen das Land der Kühe, das Cow-Level quasi, was nicht so wirklich spannend sein könnte, aber irgendwann gemacht werden muss, weil wir brauchen das Leder. Und ich würde ungern in Nita. Das ist nicht so ganz richtig. Ich mag den Nita eigentlich tierisch in diesem Mod-Paket. Nur das erste Mal, wo ich hier in Nita gegangen bin, war echt traumatisierend. Aber ich glaube, wir haben da irgendwas richtig, richtig falsch gemacht. Das war im Stream gewesen damals. Da hatten wir auf dem Server ein Portal aufgemacht. Erstmal waren da überall so eine kleinen Feuersilberfische. Nehmt Feuersilberfische mit Ninja und was weiß ich Effekten. Und davon gleich irre viele. Ich glaube, das ist normal nicht so gewesen, weil wir hatten es nur beim allerersten Mal reinkommen. Danach hatten wir nie wieder ein Problem im Nether. Jedenfalls nicht so wirklich. Aber das erste Mal war pures Chaos und absolute Zerstörung und Tod. Und das war nicht so schön. Vor allem ist dann auch ein zweites Portal aufgegangen bei unseren Nachbarn. Also beim anderen Team. Obwohl die gar kein Portal gebaut haben. Einfach plopp stand es mitten in deren Basis. Und Viecher kamen raus. Ich weiß jetzt nicht, wie das hier sein wird. Weil es ist keine Multiplayer-Map. Noch nicht. Also ja, und es ist nicht nur auf deren Basis gespawnt. Das ist auch überall in der Welt. Einfach so in der Luft standen Netherportale. Sehr komisch, sehr komisch. Aber wäre mal eine schöne Abwechslung. Also ich bin jetzt schon seit so vielen Folgen dabei, dass mir die Ressourcen in den Griff zu bekommen. Obwohl es langsam echt gut aussieht. Also, ne? Mit dem Eisen rumkrebsen haben wir schon lange nicht mehr so extrem gehabt. Wir haben auch ganz viel Toastbrot. Ist alles gut. Aber so ein bisschen Kampf und Spannung und Töten und sterben, 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 sterben wäre auch mal wieder ganz nett. Also muss ich mir überlegen. Also entweder das eine Extrem, wir suchen Kühe. Oder das andere Extrem, wir gucken die Tage mal Neta. Aber das muss ich mir überlegen. Also bis denne.